Hallöchen. Na, wir sind wieder in der Raumstation Tukun. Tikun. Ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen, glaube ich. Und spielen Ixion. So heißt das Spiel. Und wir haben ganz viel zu essen, aber kein Titan. Keine Titan-Legierung mehr. Heißt das so? Titan? Legierung, einfach nur Legierung. Keine Legierung mehr. Und unsere Raumstation wird ziemlich stark beschädigt die ganze Zeit. Da müssen wir uns drum kümmern, ganz dringend. Da drüben haben wir noch Legierung. Und die sollten wir auch ganz dringend einsammeln. Weil das sonst ein Problem wird. Ich lasse mal weiterlaufen. Hier brauchen wir unbedingt auch noch Essen, wollte ich sagen. Häuschen. So. Ich mache einfach mal Straßen, damit man die abbauen kann. Das ist wichtig. Die Rohstoffe sind nämlich sehr wertvoll. Aktuell, die wir hier haben. Also wir brauchen hier auf jeden Fall... Nein. Ich denke mal, dass das Bomben ist. So, hier. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch Quartiere. Oder werden die gerade... Ah ne, hier werden schon Quartiere gebaut, ne? Ja. Das reicht dann für 30 Leute. Und brauchen wir noch eins. Dann reicht das erstmal für die 40, die wir da dann haben in dem Sektor. So, da drüben, warte mal, da drüben. Hier ist Überstunden, das ist nicht gut, das ist auch nicht gut für die Rumpfintegrität, weil wir hier keinen Bonus bekommen. Und hier wird Eisen schon verarbeitet, das ist ganz gut. Allerdings würde ich hier tauschen. Hier soll das Eisen hin. Und hier soll es raus. Das ist nämlich besser, weil sonst ist der Weg zur Schmelze so weit. Und ich könnte, glaube ich, vorübergehend... Wir haben immer noch Plus. In der Station sogar. 2,9. Dann würde ich vorübergehend nochmal hier abschalten. So. Spart uns einerseits Strom und andererseits Arbeitskräfte. Wie sieht es denn aus mit Arbeitskräften? Immer noch viel zu wenig. Weil das hier so viel braucht. Erforschen wir gerade was? Ne, wir erforschen. Oh, wir können aber. Wir können was erforschen. Das ist gut. Ne, nicht? Ah, es kostet alles 45. Ich dachte, wir könnten was erforschen. Na gut, dann nicht. Das ist aber vielleicht auch ganz gut, weil wir dann nochmal hier 30 Arbeitskräfte brauchen wir hier. Das schalte ich mal ab. Dann haben wir zu wenig. Dann sind die obdachlos. Ach, sind Sektor 2. Okay, okay. Aber hier ist nur mehr Arbeit. Keine Überstunden mehr. Ich habe schon relativ viel abgeschaltet. Das können wir nochmal abschalten, glaube ich. Weil die Chips brauchen wir gerade nicht unbedingt. Da ist eine Sonde drin, das würde ich auch drin lassen. Und hier wird dann ein Ding eingelagert. Genau, das sollen die austauschen mit dem Lager hier. Genau, und das Lager hier
Hüls gerade. Weiß aber nicht, gar nicht mit was eigentlich. Ist aber egal, wenn das hier dann umgetauscht ist, dann ja, jetzt wird hier ja auch Legierung wieder produziert. Und hier können wir auch sammeln. So. Jetzt nicht mehr so schlimm da drüben. Aber immer noch nicht optimal. Ich baue mal hier die Straßen weiter, sodass hier überall abgesammelt werden kann. Ups. Kurze Wege sind, glaube ich, besser hier. Gut, dass die Straßen nichts kosten. Oder ich hoffe, es sieht was. Ich mache mal so einen Kreis, das ist auf jeden Fall, da können sie sich entscheiden, wie sie fahren. Die Straßen kommen nachher alle wieder weg. Die sind jetzt nur zum Sammeln. Weil dann kann ich, wenn die gebaut sind, kann ich sagen, ja, sammle jetzt und dann können die sammeln. Wir brauchen nämlich hier in dem Sektor auf jeden Fall dann weil aktuell haben wir hier ja 40 Arbeitskräfte und 40 Bevölkerung. Und die sind glücklich. So, wie sieht es hier drüben aus? Die sind auch glücklich. Ah, sind auch alle beschäftigt. Weil wir könnten dann ja hier eigentlich auch noch ein... Ups. Was ich gerne bauen würde. Diese Außenbordschleuse. Damit die Rumpfintegrität wiederhergestellt wird. Und die braucht nämlich gar nicht so viel, außer eben super viel Legierung. Das ist also die Frage, könnten die da hinbauen? Ich würde die lieber hier hinbauen. Das sehe ich. Und die natürlich auch auf die andere Seite bauen. Wenn wir sie drehen. Ja, das ist mit R, glaube ich, ne? Was nicht mehr? Ich dachte mit R kann ich. Hä? Achso doch. Ah, nee, passt schon. Ist schon richtig so. Ja, warten wir mal kurz, bis das hier alles weggesammelt ist. Muss ein bisschen Zeit streichen lassen. Jetzt verlieren wir nicht mehr so viel Rumpfintegrität. Wir verlieren immer noch, aber nicht mehr so krass, weil durch die Mehrarbeit nicht mehr so ein Malus drin ist. Okay, wir haben Meldungen. Wissenschaftspunkte haben wir bekommen. Ein Vorfall. Gut, den haben wir schon gelöst, ne? Die arbeitet ja wieder. Okay. Calypso ist in Bereitschaft. Hat gar nichts zu tun. Merkur. Hat, glaube ich, keine Ressourcen zum Abbauen. Steht jedenfalls so nichts dabei. Wir sollten nochmal eine Sonde losschicken. Was ist mit dem Schiff? Warum ist es rot? Ich glaube, die. Ach so, die sind immer rot, glaube ich. Die Frachtschiffe. So, wir sollten Leute finden, wäre wichtig, ne? Haben gesagt. Aber wo finden wir Leute? Hier würden wir Eisen finden. Eisen wäre auch nicht schlecht.
Nichts, nichts, nichts. Hier gibt es irgendwie Asteroiden. Oh, da. Können wir in den äußeren Ring was schicken? Der hält ganz schön weit. Oh, da ist irgendwas. Der hält ganz schön weit draußen. Warte mal. Da war irgendwas. Hier ist wieder ein Planet. Finde eine Drulus-Station mit einer Sonde. Das wäre das nächste Ding. Und das ist wahrscheinlich das gleiche mit den Kyro-Kapseln. Wir brauchen dringend Arbeitskräfte. Aber wir brauchen auch dringend... Na gut, aktuell haben wir hier noch Eisen. Und... noch 10 Zyklen Autonomie, also der baut noch ab. Und bis das alles abgeholt ist, das dauert noch. Ich glaube, wir können erstmal forschen hier. Ich schicke mal die Sonde raus, genau. Mal gucken, was die uns findet. Wie konnte ich denn... Ah ja, genau. Okay, die braucht ein bisschen. In der Zeit können wir nochmal hier gucken. Sammelt Eisen, transportiert. Wieso hat das eine niedrige Priorität? Hohe Priorität. Eisen hat echt jetzt hohe Priorität. Und den Rest schalte ich mal runter. So. Das hätte eigentlich hohe Priorität. Nahrung hat jetzt eigentlich... war niedrige, so. Genau. Dann gehen wir mal wieder rein. Wie sieht es denn mit Nahrung jetzt aus? Immer noch Überschuss. Okay, das ist gut. Immerhin das. Jetzt wird Legierung produziert. Nicht so viel, aber es verhindert zumindest unseren Verfall ein wenig mehr. Ein wenig. Hier wird gesammelt, hoffe ich bald. So, so. Das könnt ihr alles einsammeln. Da kann ich noch hinbauen. Das kann nicht gesammelt werden, weil... Oh, die Straße hier. Und dann, so. Kann alles fleißig gesammelt werden. So. Die Straße, da kann ich mal abreißen. So. Und dann würde ich tatsächlich die Außenbordschleuse hier bauen. Nicht ganz ran, sondern... ein bisschen Abstand. Und die Chips sollten wir auch sammeln. Wobei, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Vielleicht lasse ich die mal noch liegen. Die sind zwar wertvoll, aber die verfallen ja auch nicht da. Hoffe ich. Denke ich mal. So, die Außenbordschleuse hier auf der Seite ist eh keine schlechte Idee. Schließe ich die gleich an. Baue eh mal hier die Straße so und dann baue ich die Straße hier so. Oder? So. Wie viel kostet das Mannschaft? Nicht so viel. Wir müssen mit dem Strom dann später ein bisschen achten. Aktuell geht's aber. Und die haben ja volle Batterien, also. Der Sektor ist schon mal ganz sicher. Was haben wir hier? Gesundheit. Oh. Richtig, wir brauchen hier in Sektor 2 ein Krankenhaus. So.
so hinbauen. Oder wir bauen. Oder so hin. So ist eigentlich gar nicht schlecht, weil dafür brauchen wir nicht so viel Platz. Und ich will dann eigentlich das hier darüber ziehen. Wobei, nee. Fällt gerade ein, das wäre doof. Dann bräuchten wir da drüben auf jeden Fall noch ein Dock. Weil macht ja mehr Sinn, dass die Schiffe die Sachen dann in den Sektor bringen, wo diese Industrieanlagen sind. Halt! Oh, wir haben einen interessanten Ort entdeckt. Ah, den Saturn. So weit draußen ist der. Ah, spannend. Ja, genau. Warte. Steht da? Ah, auf Titan, dem größten Saturnmond, wurde eine Anlage des Schwarzmarkt-Kollektivs entdeckt. Offenbar wurde sie angegriffen und größtenteils zerstört. Oh, die haben sich ja wieder. Also, dieses Versorgungsschiff, was wir gefunden haben, war ja auch zerstört. Und das hier wurde zerstört. Also, irgendwie haben die Menschen erstmal noch überlebt, nachdem wir den Mond geschreddert haben. Anscheinend mit unserem Sprung. Ist spannend. Wir können also noch rausfinden, was. Also, wie die sich weiter. Entwickelt, kann man eigentlich nicht sagen, wie die weitergemacht haben. Wird interessant. Die Infrastruktur ist noch aktiv, verfällt aber schnell. Mhm. Die SMK-Anlage reicht weiter unter die Oberfläche. Die Tarkin-Sonde wurde bei Annäherung beschossen. Oh. Ist das gut, wenn wir unser Forschungsschiff dahin schicken? Aber ich meine, Kampfschiff haben wir nicht. Das wird schon gut gehen, oder? Ich hoffe mal, dass unser Forschungsschiff das schon macht. Okay, schauen wir mal in die Innenansicht. Wir könnten eine neue Sonde bauen. Die kostet ja nicht viel. Legierungsproduktion läuft. Sieht wieder gar nicht so schlecht aus. 21 pro 5 Zyklen ist okay. Hierum müssen wir uns gleich noch kümmern. Aber wenn das hier an ist, das dauert noch ein bisschen. Dann sieht das auch wieder viel besser aus. Mit unserer Rumpfintegrität, dann kriegen wir sogar den Rumpf irgendwie repariert. Das hier ist noch okay. Steigt noch langsam. Ich meine, das sieht einfach so gut aus. Dann so ganzen Reparatursonden, die da rum. Der kaputte Mond im Hintergrund. Irgendwo muss die Erde sein. Ja, da. Oh. Das ist so deprimierend hier. Schnell wieder rein. Was sollte ich sagen? Wir haben hier noch Puffer, genau. Wir können die ganzen Käferanlagen wieder anschalten und so. Die Kyro-Anlage können wir wieder anschalten. Wir haben immer noch mehr Arbeit, das ist blöd, aber mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was ich ausschalte. Okay, das machen wir gleich. Das können wir noch ausschalten. So. Ja, erstmal ausladen. Und dann können wir es abschalten. Das Lager, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wenn die Legierung hier raus ist,
so halt Designschiff, also das Forschungsschiff. Minus 2, noch ein bisschen und dann. Dann wird's. Ich meine, der bringt uns dann schon sehr viel. Muss er auch. Energieverbrauch, Energieverbrauch. Hier brauchen wir noch Batterien dann, aber wir brauchen erstmal noch genug Leute. Ich will erstmal stabilisieren, so dass wir keinen Verfall mehr irgendwo haben. Und dann können wir in aller Ruhe weiter aufbauen. Wo ist das Forschungsschiff? Hier? Nee. Ach, da ist es. Ach, die drehen sich ja. Ah. Oder bewegt es sich? Und nee, ich hab die Kamera gedreht. Ja. Dann drehen sie sich natürlich auch. So, was haben wir gesehen? Die Kalypso hält in sicherer Entfernung eine Umlaufbahn um Titan. Wir nehmen Kontakt auf. Was soll man sonst machen? Ich versuche, also ich habe natürlich ein bisschen Sorge um die Forscher, die da jetzt Kontakt aufnehmen müssen, weil unsere Sonde beschossen wurde. Aber wir wissen ja nicht, was hier los ist. Vielleicht gibt es hier noch andere, die uns gegenüber feindlicher sind als jetzt der Schwarzmacht, weil Schwarzmacht-Kollektiv, ich meine, es sind Outlaws. Vielleicht kann man mit denen irgendwie sich arrangieren. Schauen wir mal. Ein Markt hat ja potenziell eher nichts davon, seine Kunden zu beschießen. Eventuell. Die Tarkin will ich erstmal nicht bewegen. Die. Ich glaube, wir sind hier am Mond ganz gut aufgestellt. Vielleicht müssen wir uns später noch verstecken oder so. Hier wird gefuttert, das ist okay. Hier wird noch gesammelt, das ist auch okay. Das dauert natürlich, weil die immer so weit fahren müssen. Hier wird gebaut. Okay, das einzige Problem, was wir gerade noch haben, ist hier der Rumpf. Hier ist Plus. Wissenschaft haben wir gerade nicht so viel. Bräuchten wir natürlich auch wieder mehr. Polymer müssen wir demnächst mal irgendwie uns drum kümmern. Kohlenstoff haben wir bis jetzt auch noch gar nicht gebraucht. Ja, genau. Was kostet das hier eigentlich? 12 Arbeiter, okay. Und 14 Energie. Wäre die Überlegung, das hier dann darüber zu frachten. Wobei wir hier relativ viele Lager auch schon haben. Ich würde den Sektor dann gerne zu einem Nahrungssektor einfach. Scheiße. Das passiert eben bei Mehrarbeit. Da machen die Leute Fehler und es kommt zu Unfällen. Wir müssen noch 9, 10, 13 Leute irgendwo einsparen. Dann werden die hier wieder optimal von der Arbeitsauslastung. Aber 13 Leute ist halt, ah ja gut, hier können wir abschalten. Dann hätten wir schon mal 5. Würde das lagern oder Essen lagern? Wobei Essen mache ich erstmal das Lager noch voll. Jetzt noch 8 Leute irgendwo.
Nochmal eine Farm abschalten, aber dann kommen wir ins Minus bestimmt. Ich meine, wir haben Vorräte. Ich schalte mal die Farm ab. So. Dann kommen wir jetzt ins Minus wahrscheinlich. Aber. Oder reparieren. Habe ich den Auftrag gegeben? Eine Explosion verhindert den ordnungsgemäßen Betrieb. Okay. Dauerhaft. Es explodiert dauerhaft. Wird aber schon repariert. Ich meine, die Batterien sind jetzt gerade gar nicht so wichtig, aber die kosten auch keine Arbeiter. Jetzt ist optimal auf jeden Fall. Weniger Verletzungsgefahr. Zwei sind verletzt, ist aber nicht schlimm. Wir haben hier ein Krankenhaus. Hier haben wir auch ein Krankenhaus. Wie sieht es denn hier aus mit der Arbeit? Okay, 24 von 40 arbeiten hier. Da kommen dann nochmal 9 weg. Das passt aber. Da sind wir noch ganz gut aufgestellt. Wir können natürlich auch die Farmen hier rüber verlegen, weil wir das ja schon hier gebaut haben. Ich glaube, wenn ich es abreiße, kriegen wir die Sachen nicht mehr zurück. Bin mir nicht sicher. Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay. Beim Betreten der Anlage wurde das Team von seltsamen Tieren angegriffen. Die Aufnahmen des Einsatzes zeigen eine ausgemergelte Affenart. Ah! Schwarzmarkt, ja klar, Tiere. Das Team konnte den Angriff mit improvisierten Waffen abwehren und die Kreaturen zogen sich zurück. Leider konnten keine Proben geborgen werden. Im Inneren der Anlage wurden unheimliche Kunstwerke und esoterische Schriften entdeckt. Obwohl die Station noch unter Druck steht, erschwerte das Fehlen künstlicher Schwerkraft das Vorankommen. Darüber hinaus durchzieht ein riesiger Pilz den Komplex, der große Mengen an Sporen in die Atmosphäre entlässt. Die mutmaßliche Haut. Was? Haupteingangshalle. Sie hat eine Bronzestatue des Marduk-Ratsmitglieds Giovanni Battista. Unstimmigkeiten zwischen den Berichten verschiedener Mitglieder des Erkundungsteams deuten darauf hin, dass die aufgezeichneten Informationen möglicherweise nicht ganz korrekt sind. So dass jegliche Schlussfolgerungen verworfen werden müssen. Mhm. Spannend, aber 15 Wissenschaft bekommen wir. Schicke das Team tiefer in die Anlage. Was sind das für Affen? Ist da eine. Haben die versucht, da Titanen. Affen zu züchten, die auf dem Titan überleben oder was? Vielleicht? Würde mich schon interessieren, aber. Ja, gut, die Zeit haben wir auf jeden Fall. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen um die Forscher. Na los. Forscht mal weiter. Ihr seid ja harte Typen bestimmt. Ressourcen, Tutorial. Verbinden von Sektoren, Ressourcengewinnung. Was brauchen wir alles nicht? Schauen wir uns an, wenn wir es brauchen. Achso, weiter. Wir könnten die Sonde eigentlich nochmal losschicken, woanders hin. Ich meine, ist ja egal. Wir müssen ja nicht sofort hinfliegen dann. Hier ist irgendwas. Schick mir die mal dahin. So.
Wie sieht's denn aus mit der Nahrung jetzt? Immer noch plus. Immer noch plus auf der ganzen Station, das ist gut. Obwohl ich hier so viel schon abgeschaltet habe und die Leute optimal arbeiten können wieder. No more resources available to mine. Ah, okay. Oh, okay. Da müssen wir gucken. Das heißt, hier ist nur noch Abholung, ne? Genau, zum Sammeln, aber nichts mehr zum Abbauen. Dann können wir hier weiter abbauen. Ach nee, ist auch schon abgebaut. Tja, dann schicken wir unser. Nee, ich lasse das mal da. Oder? Hol ich es mal zurück. Ach, es fährt von alleine zurück. Unser Mining-Schiff. Da kommt es. Und der Frachter ist noch am Sammeln. Unser lieber Schatz. Der sammelt unsere Schätze ein. Der sammelt unsere Schätze wahrscheinlich auch ein. Ach, hier wird noch gebaut. Das dauert ein bisschen, weil. Warum eigentlich? Ah, nee, Material ist schon komplett da. Es dauert einfach nur. Okay, aktuell. Ah, plus 4 sogar schon wieder. Integrität geht hoch, das finde ich gut. Vertrauen ist ja eh auf 100%. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Mein Eisen wird uns jetzt über kurz oder lang ausgehen, da ist nicht mehr so viel da. Wobei das Frachtschiff noch richtig viel sammeln kann. Können wir die nächste Sonde gleich mal bauen? Wenn das hier fertig ist, dann wird hier die Rumpfintegrität wesentlich wesentlich steigen, wollte ich gerade sagen. Jetzt doch, noch. Sie brauchen natürlich Material zum Reparieren. Aber das, ja, oh, das tut so gut. Die Integrität steigt wieder. Wir könnten ja draußen vielleicht nochmal für mehr Strom sorgen. Ich meine, es kostet nicht wirklich was. Außer Polymer, und Polymer haben wir gerade wirklich viel. Und die Antriebe haben auch schon alle gebaut. A probe has completed its scan. Das würde den Chip kosten. Das sind nicht, ne? Rumpfreparatur wird unterbrochen. Nee, dann reparieren wir erstmal. Ich will erstmal ein bisschen mehr Rumpf haben. Da sind wir schon ganz schön runter. Und Energieprobleme haben wir ja gerade nicht. Wo ist die Sonne? Eisen sammeln. Und was ist das? Eis. Eis? Wofür brauchen wir Eis denn? Kann in Asteroiden gefunden werden. Nach dem Abbau kann es in einer Fusionsstation in Wasser umgewandelt werden. Hm. Wasser? Brauchen wir denn Wasser? Abfall kann recycelt werden. Oh, das ist gut. Wasserstoff. Wasserstoff kann gefunden werden. Kann nach dem Abbau in einem Kernkraftwerk in Energie umgewandelt werden. Okay. Silizium kann in Elektronik umgewandelt werden. Gut. Die
verbrauchen Wasser. Okay. Kann aus verschiedenen Quellen besorgt werden. Ah, okay. Das heißt, wir können quasi aus dem Wasser dann Nahrung machen, wenn wir... Aber ich glaube, wir haben das noch gar nicht. Die Technologie dafür haben wir noch gar nicht. An accident has occurred in the Tycoon. Shitikari. Ich war gerade so optimistisch. Nein, was passiert da? Okay, ist einfach nur das Unfallszeichen. Ups. Nein. Na. So. Was habt ihr angestellt? Okay, na toll. Ich habe mich gerade noch darüber gefreut, dass sie ja reparieren. Aber es hält uns nicht so lange auf. Ist nur nicht mal ein ganzer Zyklus mehr. Was ist hier los? Keine verbundene Halde mit Nahrung. Ich hoffe, die Nahrung wird rüber transportiert. Assigned ship team has completed a task. Besetzung im Krankenhaus. Oder so, aber viel krank. Ansonsten sind die aber fröhlich, oder? 7 sind verletzt. Okay, 33 im Sektor vorhanden und 33 benötigt. Das ist aber eine knappe Kiste. Wie sieht's denn hier jetzt eigentlich aus? Auch nicht viel besser. Das Forschungsschiff hat alle Wissenschaftspunkte erworben. Ah. Hat den Einsatz beendet, da bin ich jetzt gespannt. Das Team der Calypso drang tiefer in die Anlage vor und erreichte eine verlassene Baustelle, die fast vollständig zugefroren war. Es wurden mehrere mögliche Lagerbereiche identifiziert. Es ist eventuell möglich, eingeschlossene Ressourcen zu bergen, indem entweder das sie umgebende Eis durchbrochen wird oder die Heizsysteme der Station wieder in Gang gesetzt werden. In einem der Lagerbereiche ist durch das Eis ein konservierter Leichnam zu erkennen. Eieiei. Das Team der Calypso wird versuchen, das Eis zu durchbrechen und alle Ressourcen zu bergen. Das Team der Calypso wird den Bereich absperren und versuchen, das Heizsystem zu reaktivieren. Ich habe ein bisschen Angst immer noch vor den Affen. Das Heizsystem wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Affen das wollen. Und... wir wissen nicht, was wir sonst noch damit auftauen. Aber das Eis durchbrechen, gut, es dauert länger. Könnte natürlich auch zu einem Unfall führen. Das ist halt auch die Frage, wie lange, also wie viel können wir hier noch? Ich versuche erstmal das Eis zu durchbrechen. Wir nehmen die Banane, die vor unserer Nase ist, und
und lassen das langfristige Ziel außer Acht, aber ich glaube, das ist in dem Fall ein bisschen besser. Vielleicht können wir danach immer noch die Heizsysteme starten, wenn das nicht klappt mit dem Durchbrechen. Ah, das geht hoch. Er fliegt dahin zum Sammeln, zum Abbauen. Da können wir leider nichts mehr machen. Da wird noch gesammelt. 300 haben wir hier noch und nehmen auch noch 600 Eisen fliegt hier noch rum. Damit können wir noch gut über die Runden kommen hier. Aber wir könnten auch noch mal Sonden schicken. So, Sonde starten. Wir müssen ja diese Station auch noch finden. Eis. Und den äußeren Bereich noch abchecken. Ja, hier gibt's Eisen, okay. Hier gibt's Silizium. Da schicke ich mal was hin. Für später dann vielleicht. Ich hoffe, es gibt einen später. So, das Forschungsschiff ist noch im Saturn oder beim Saturn, wo auch immer der da, genau, und ist noch am Forschen. Fünf Besatzungsmitglieder. Ich hoffe, denen geht's gut. Die erforschen jetzt zu fünft eine verlassene Raumstation. Das macht bestimmt Spaß. Ich hab grad selber Lust. Oh, was hier? Nahrung. Hat nicht genug Nahrung. Warum? Warum wird das nicht rüber transportiert? Ich kann manuell nichts rüber transportieren. Ich kann nur Besatzung rüber transportieren, aber keine Nahrung. Ressourcenmanagement. Ah! Das ist schlau. Ja. So. Wie funktioniert das hier? Import, Export, alles klar. Nahrung soll importiert werden. Und zwar brauchen wir so. Und das hier soll exportiert werden. Achso, muss ich aktivieren. Okay, ich verstehe. Es geht nur um Import. Die exportieren das jetzt dahin. Und importieren sollen die nichts. Oder kann ich hier auch... Ja, macht auch keinen Sinn. Okay. Also ich hoffe, dass ich das richtig verstehe. Erweiterte Eigenschaften. Sektor 1
exportiert dynamisch die Hälfte der Lagerkapazität des Sektors ausfüllen. Nee. Und Sektor 2? Zielmenge dieser Ressource für diesen Sektor. Ja, weißt du was? Wir machen mal mehr. Also die verbrauchen 4 im Ding. Dann sollen die mal 20 vorhalten. Dann halten die... Ah, weißt du was? Wir haben so viel Nahrung. So, 40. Dann halten die auf jeden Fall 10 Zyklen immer durch. Selbst wenn mal was schief geht. Und was ist das hier? Senden an Sektor. Nee, senden sollen die nichts. Es soll nur bekommen. Und die senden. Ja, mehr Sektoren haben wir nicht. Das wird noch richtig witzig. Aber cool gemacht. Gut, passt. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, bis das hier drüben ankommt. Das wusste ich nicht, dass ich das manuell machen muss. Ich dachte, es wird einfach von alleine verteilt. Da werden die Leute gleich grantig. Ah, ja, oh, das geht schnell. Alles klar, das ist gut. Supi. Wird gleich rübergeladen. Wir haben immer noch Plus, oder? Ja. Dann ist er. So, hier ist zwar knapp, aber okay. Die werden auch nicht gesund hier, ne? Ja doch, aber es dauert. Die haben sich alle gleichzeitig verletzt. Die wird noch gebaut. Der Innenteil ist anscheinend fertig, der Außenteil wird jetzt von außen gerade... Ach nee, Quatsch, die wird repariert. So, Moment, was? Die Drohne hat gescannt. Wieder zwei Asteroiden gefunden. Silizium haben wir gerade keine Lagerfläche und wow, richtig viel Eisen. Gut. Haben wir noch eine Drohne? Oder habe ich vergessen zu bauen? Ich habe vergessen zu bauen. Gleich mal eine neue. Wir könnten natürlich Automatikbau auch machen, aber ich will die Ressourcen im Blick halten. Hier wären Batterien auch nicht schlecht in dem Sektor. Wobei... Na, warum eigentlich nicht? Weiß ich nur, wie ich die am besten hinsetze. Da kann ich, glaube ich, eine Straße weiterbauen, ne? Ja, okay. Das heißt, ich kann hier Batterie. Ich baue hier mal zwei Batterien hin. So wie drüben. A science ship team has completed a task. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das sage ich noch öfter in dem Spiel. Das Team der Kalypso konnte diverse Ressourcen und wertvolle wissenschaftliche Daten bergen, sowie mittels biometrischer Datenerfassung den Leichnam als Ulxes, den Administrator von Neptun Hyperluxus-Station Tiaki, identifizieren. Bei dem Körper lag ein handgeschriebenes Abschieds- und Entschuldigungsschreiben an die Bewohner der Tiaki-Station. Das Schreiben scheint unverendet. Was hat er denn da gemacht? Wir bekommen zweimal Elektronik, das ist nicht schlecht. Und jetzt ist es vorbei, da nichts mehr zum Forschen. Kann man noch abholen dann. Oder wie das? Ressourcen zum Sammeln.
Ja, die sind wertvoll. Die holen wir mal zuerst ab. Und das ist jetzt in Bereitschaft. Dann kann sie erstmal zurückkommen. Dann können sie sich von der anstrengenden Reise erholen. Und so auf der Station. Und wir haben wieder eine Sonne zur Verfügung. Auch gut. Wo ist denn eigentlich unser... Genau, das kann er abholen. Der kann hier relativ viel abbauen. Ich mach mal hier weniger Eis ist mir jetzt nicht so wichtig. Und Silizium ist mir jetzt gerade auch nicht so wichtig, weil wir keine Lagerräume dafür haben. Wo ist eigentlich unser Baurüppchen? Bist du doch eigentlich hier unterwegs sein, oder? Ah ja, doch, da ist es. Die P-Produx. P-Produx. Hier ist irgendwas. Hier ist wieder Eis. Oh, da. Oh. Ich sehe gerade. Hier scheint was Missionsmäßiges zu sein. Jupp. Da. Das ist die Station. Die Dolos-Station. Die Rumpfintegrität von uns ist gerade wieder nicht repariert. Ich warte mal noch ein bisschen. Oder? Ich weiß nicht. Hier gibt es auch zum Forschen. Ich schicke erstmal dahin. Wir merken uns mal da oben. Ist das Missionsziel. Vielleicht die nächste Sonne bauen. Ich weiß nicht, ob wir unendlich lange Zeit haben hier. Oder ob wir irgendwie unter Stress stehen. Unter Zeitdruck. Warte mal, wir könnten... mir fällt mal was ein. Wir müssen ja hier auch den Transfer. Ressourcenmanagement. Davon. Wir bekommen nämlich auch nur hier... Legierung und die müssten wir rein transferieren. Machen wir mal so, würde ich sagen. Oder machen wir 50. So. Ich mache es jetzt absichtlich nur mit der einfachen Einstellung, um zu gucken, ob das einen großen Unterschied macht. Aber wahrscheinlich bei zwei Sektoren noch nicht. Müllrecycleranlage oder so bräuchten wir mal. Wir hätten das zum Forschen. Das wäre wichtig. Das Blöde ist bloß, wenn wir jetzt anfangen zu forschen. Wandelt 5 Einheiten Kohlenstoff in 5 Einheiten Polymer um. Elektronik ist so ein Special-Ding, das brauchen wir nicht unbedingt. Das hier wäre etwas, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das ist so ein Grundding. Machen wir das mal. So, wird aber nicht erforscht, weil die Forschungsstation aus ist. Weil wir brauchen hier 30 Leute. Und die habe ich halt gerade nicht. Ich glaube, wir müssen die Mission weitermachen. Okay, was hat die Sonde entdeckt? Asteroidengürtel zum Erforschen. Wir haben ein Signal abgefangen, das auf einer Dolus-Frequenz sendet. Die Signatur deutet auf das Vorhandensein einer industriellen Mineralgewinnungsanlage namens Stanford-Einrichtung hin. Oh, vielleicht haben wir bald mehr Arbeitskräfte. Calypso kann es leider nicht zurückkommen.
Musst leider noch einen Zwischenstopp da machen. Bist ja gerade in der Nähe. Wir müssen eigentlich noch ein paar Planeten auch finden können. Kohlenstoff gibt's hier. Ah! Das wäre doch was. Könnte das abschalten. Gut, Nahrung habe ich immer noch ein bisschen Puffer. Quartiere kosten keine Leute. Okay, wir könnten das hier mal abschalten und dafür die Forschung anmachen. Übergehend. Wird da drüben noch was gebaut? Also das hier, ne? Ja, mach ich mal. So. Und das hier ein. So. Dann haben wir immer noch optimale Bedingungen. Hoffentlich verletzt sich keiner. Weil Personen sind gerade sehr wichtig. Und trotzdem geht die Forschung voran. Ja, das ist, glaube ich, ganz okay. So, dann schauen wir mal Forschungsstudien. Ah, Moment. Sie gerade. Hab gerade eine Nachricht gekriegt. Ich werde dann bald aufhören, aber jetzt schauen wir uns das hier noch kurz an. Die Forschung starten wir hier noch. Übertragung. Moment. Das können wir schon. Übertragung von Team. Mitglied Jutta Tuminen der Kalypso. Wir gehen davon aus, dass die Stanford-Einrichtung viele nützliche Materialien beherbergt. Um sie zu bergen, müssen wir allerdings Teile der Anlage demontieren und uns Zugang verschaffen. Es wurde ein Kontrollzentrum identifiziert. Es ist jedoch durch ein Tor versiegelt, auf das ein UNO-Logo gemalt wurde. Unter dem Logo befindet sich eine Nachricht in einer unbekannten Sprache. Wir wissen nicht, was sie bedeutet, doch dort befindet sich auch ein spiralförmiges Symbol. Ich denke, demontieren können wir sie immer noch. Erstmal Informationen beschaffen. Genau. In der Station sieht es jetzt auf jeden Fall besser aus als beim letzten Mal, als wir aufgehört haben. Wir haben eine Forschung gestartet. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Ressourcen wiederbekommen, wenn wir das hier dann umbauen. Und zwar da drüben hinbauen. Ist das hier eigentlich vorne oder hinten? Also was ist vorne? Das hier ist vorne, glaube ich. Genau. Das ist vorne. Das ist hinten. Ich glaube, die Docks sollten wir eh besser vorne hin machen. Das sieht viel besser aus, weil man sieht die dann auch hier. Die beiden.
Hinten sieht man sie wahrscheinlich auch, aber die ist. Ja, doch, hinten sieht man auch. Und das hier ist das Undock-Ding. Oder? Liege ich da falsch? Ist das Zufall? Nee, genau, das ist das. Und hier ist das. Und da sind die zwei anderen Dinger. Ja, ja. Cool. Finde ich cool, dass man es so von außen aussieht. Ja, uns geht's schon besser als vorher. Polymer muss. Müssen wir irgendwie Nachschub besorgen. Da haben wir noch nichts. Nahrung sieht gut aus. Nicht mehr so viel da. Aber wir haben ja, wie gesagt, wir haben. Okay, schön. Das hier gefällt mir vor allem sehr gut, dass wir mit der Rumpfintegrität weitergekommen sind und dass die wieder hochgeht. Tja, und hier schauen wir nochmal. Dann sage ich mal danke fürs Reinschauen. Und beim nächsten Mal werden wir vielleicht herausfinden. Also werden wir auf jeden Fall herausfinden, was mit dieser Minenstation los ist und vielleicht dann auch mit der Mission weitermachen. Ich weiß noch nicht. Das sehen wir dann. Je nachdem, wie unser Zustand ist. Schön, dass du dabei warst. Bis dann. Ciao.